wenn man in diesen Raum reingeht und den mal auf sich so wirken lässt, da wird einem ganz schön viel erzählt. Es ist eine Ansagerfigur, es ist ein Zauberer. Ja, und wieso kommt sie erst jetzt? Muss ich das verstehen? Ich glaube nicht. Bad Hersfeld ist das schönste Theater, was ich je gesehen habe. Das ist eine Kultstätte. Ich glaube, hier wird schon seit 4000 Jahren Theater gespielt. Es ist ja ein bezauberndes Stück, aber kompliziert und facettenreich und bunt und sehr viele Figuren. Und ja, es macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist eine große Freude und eine großartige Arbeit. Ja, meine Rolle, die Samira, die ist verliebt in den Mann ihrer Schwester, ist aber zu gut, um das wirklich zuzugeben, und sie weiß, dass das einfach nicht geht, und er hat sich auch für die Schwester entschieden. Irgendwie an diesem einen Tag in Ephesus werden aber die Karten neu gemischt. Si tu parles à quelqu'un d'autre, si tu ne parles pas à moi, si tu chantes avec les autres, je reste seule encore une fois. Ah, das war's. Aber die Karte, Gitarre war schon wieder völlig falsch. Das wird nichts mehr. Das ist so prämiert.